Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute in der Produktvorführung möchte ich mit euch sprechen über Erinnerungen und mehr. Memories and More, eins unserer Produktkategorien bei Stamping Up aus dem Hauptkatalog, welches regelmäßig ergänzt wird im Frühjahr-Sommer-Katalog, aber auch in der Celebration. Das zeige ich euch jetzt in den nächsten Videos, also alles, wo Produktvorführung, Erinnerungen in More heißt, müsst ihr ein bisschen ein Auge drauf haben. Ihr könnt es abonnieren, dann seht ihr, was alles dazu gehört. Wir fangen heute erstmal mit den Basics an. Die gibt es auf Seite 191 im Jahreskatalog. Und zwar sind das unsere Alben und die dazugehörigen Hüllen. Und zwar, ich habe mal so ein Album mitgebracht. Dieses ist ein kleines Album, das ist dieses 6x8 Album in Schwarz. Das machen wir auf. Das ist nämlich schon der nächste Nachfüller, denn ich sammle in diesem Album immer meine Swaps. Wir haben ja Teamtreffen einmal im Monat und wir haben bei uns im Team gesagt, wir machen immer Tauschkarten im Format 4x3 Inch. Und die passen hier nämlich ganz prima rein. So, da ist noch so ein Säckchen. Schwupp, genau. Das hier ist Pappe. Das kann weg. Dies ist das Album. Und es ist leer, wie ihr seht. Dazu gibt es hier unten Einsteckhüllen 6x8 Inch. Die kommen in einem bunten Mix. Es gibt einmal eine Hülle. Wir gucken uns das mal an. Habe ich die denn hingelegt? Hier habe ich sie hingelegt. So, es gibt einmal eine Hülle, die ist A5 groß. Dann gibt es zwei Hüllen. Die ist A6. Sie sind beide A6. Und dann haben wir verschiedene Hüllen. Einmal haben wir hier oben, ich weiß gar nicht, ob man das echt erkennen kann. So kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Also hier oben ist es groß, hier unten sind zwei kleine Fächer. Das ist eine Sorte. Das Ganze haben wir dreimal. Wenn du das... Genau, dann gibt es das auch noch andersrum, nämlich oben zwei kleine und unten ein großes. Siehst du das? Ja, kann man sehen. Gibt es auch drei Stück davon. Huch. Und dann haben wir noch Hüllen, da sind vier kleine Fächer. Das sind auch drei Stück, wie du siehst. Und diese bunte Mischung kann man dann da rein heften. Ich habe übrigens noch drei über, weil beim letzten Technikbuch haben wir nicht alle gebraucht. Das wird ja auch angefertigt für so ein Album. Und da brauchst du zweimal die Hüllen, aber du brauchst nicht alle von den Hüllen. Der Rest kommt jetzt einfach hier mit rein. Und ich habe hier ganz zufällig vom letzten Teamtreffen noch die Swaps über. Wir hatten das Thema Valentinstag, weil ja im Februar, im nächsten Monat Valentinstag ist. Und ja, dann habe ich mir also angewöhnt, meinen Swap, den mache ich im Monat immer oben links. Keine Sorge, ich mache euch auch noch ein Video von den Swaps, damit ihr die aus dem letzten Jahr, das Jahr habe ich nämlich jetzt vollständig, damit ihr die mal alle begucken könnt, zeige ich euch die dann natürlich nochmal in einem extra Swap-Video und zeige euch dann die anderen hier. Das ist übrigens der Swap von meinem Stempel
Kind zusammen mit meinem Stempel Enkelkind. Ich auch sehr gelungen. Hier haben wir die Bärbel. So, und hier ist es nämlich jetzt so, hier ist ein großes Fach, was mich aber nicht so weiter stört. Denn ich stecke trotzdem hier einfach zwei Stück rein. Dann haben wir dieses, ist glaube ich Betty. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, weil Betty eigentlich hinten drauf schreibt, dass sie Betty ist. Hat sie diesmal vielleicht vergessen. So, dann haben wir Friederike. Die kann gut mit Bärbel. Hier haben wir noch Susanne. Also wie gesagt, ich zeige euch die in einem extra Video nochmal. Aber ich zeige euch hier ganz kurz die Verwendung, wie ich das Kistenwendland, wie ich diese... Hoppala. Kisten, kleine Paillette ist schon ab. Na, das will nicht. Boah, ist aber auch ganz eng hier. So, und hier kann man nämlich bei mir dann immer noch lesen, was es für ein Thema war. Und ich schreibe auch immer mit drauf, was ich benutzt habe. Das kennt ihr schon. Aber so habe ich das immer. Die sind über, die warten auf neue Teammitglieder bei mir. Die kriegen die nämlich dann geschenkt. Die stecken wir erstmal weg. Ich glaube hier, nein. Könnt ihr gar nicht sehen, ne? Ich habe hier so eine Schubladenbox stehen und da gibt es ganz viele Swaps, weil ich immer ein paar mehr mache, damit ich welche über habe für die neuen Teammitglieder. So, das ist die kleine Geschichte. Oder das kleine Album. Ich zeige euch aber auch noch das große Album. Dieses hier. 12x12 Inch. Das passt nicht mal in die Kamera. Also hier so von oben bis unten. Ja, also es ist wirklich 12x12. Man kann es auch aufklappen. Ich habe da auch schon was drin, wie ihr wisst. Das ist ja unser Technikbuch. Das sind, hier gibt es nämlich auch Hüllen. Gucken wir gleich nochmal, wenn ich das wieder weglege. Hier gibt es auch Hüllen für 12x12 Inch. Da kann man zum Beispiel unser Designpapier drin sammeln oder aufbewahren. Ich habe mich ja fürs Technikbuch entschieden. Und hier ist Oktober und November ja schon drin, wie ihr wisst. Dezember ist ja auch schon fertig, aber ich hatte ja gesagt, ich wollte mir gerne ein Beschriftungsgerät kaufen, zu dem ich, also ich habe eins auf Sicht, aber das gibt es im Moment leider nicht zu liefern. Von daher dauert das noch einen Moment. Aber ich habe sie ja, wie gesagt, alle noch hier und ich werde auch dieses hier noch ein bisschen nacharbeiten oder die Karten wieder ablösen. Ich guck einfach nochmal. Die liegen auf jeden Fall in unserem großen 30x30 Album. Und für dieses 30x30 Album hier gibt es dann Seitenschutzhüllen in 12x12. Das sind die großen, die ich benutzt habe. Und es gibt Einsteckhüllen in 12x12. Seht ihr hier? Da passen dann eben auch kleinere hin, quasi. Also kleine Karten. Und diese kleinen Karten zum Beispiel, die möchte ich euch vorstellen beim nächsten Mal. Wenn wir hier auf den nächsten Seiten mal schauen, gibt es nämlich Kartensortimente, Erinnerungen und mehr. Und das werde ich euch in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen, je nachdem, wie ich das so schaffe, einfach mal vorstellen. Ja, so viel erstmal zum Grundgerüst, Erinnerungen und mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Interesse habt, meldet euch bei mir und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Thank you.